Welcome to Spoon Magazine. This is Mike from Origin. This is the Spoon. This is Devourment. Mountains of Death. Woo! Good to see you again, man. It's the best fest in fucking Europe, man, right here. It's awesome. I saw Devourment, I saw the guys from Czech Republic. I saw Olivity, I saw. And everything was nice. Thank you. What do you think about 10 years of Mountains of Death? I think it's one of the best festivals in Europe for me. Just Brutal Dead and Grindcore. Blah, 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 blah. Hey, kill the guy. Killer. You guys kick ass. Wir sind jetzt zufrieden mit dem Verlauf bis jetzt? Es läuft sehr gut, sehr ruhig eigentlich. Immer so die gleichen Probleme wie immer, aber haben bis jetzt alles im Griff. Ja, ich meine, eben durch das, dass schon das 10. Mal stattfindet, haben wir eine gewisse Routine. Und unsere Helfer, die sind in dem Sinne so sicher auch in ihren Jobs, dass wir eigentlich gar nicht mehr mit allen Problemen konfrontiert werden. Das ist super, ja. Herzlichen Dank euch allen. Okay. Was ist jetzt euer Highlight in den letzten 10 Jahren, also wenn ihr hier erlebt habt? Mein Highlight ist die DVD, die wir gedreht haben vom letzten Mal, weil dann ist nämlich das erste Mal, wo wir irgendetwas von irgendeiner Band haben können schauen. Das ist nämlich noch cool, finde ich. Und die DVD, da gibt es dann Informationen dazu, wie die dann an die Öffentlichkeit tritt. Aber das ist cool. Erinnerung ist halt einfach immer in der Kulisse selber. Wenn man hinten dran steht, auf die Bühne führen schaut und die Felswand rauf. Und wenn einfach die Leute happy drauf sind. Dass sie einfach alle einfach gut drauf sind und eine hohe Party haben. Das ist einfach immer wieder cool, dass es einfach keine Zwischenfälle gibt. So Schlägereien haben wir hinten nicht. Ja, dass die das auch recht schätzen, die Leute, und das auch sage ich damit. Auf jeden Fall gediegen, weil es sehr übersichtlich ist, es sind nicht so viele Leute und es ist überschaubar und die Mucke ist auf jeden Fall extrem gut. Und es regnet nicht. Ja, gerade regnet es nicht. Also ich glaube, wir haben dieses Jahr Glück gehabt. So wie ich es gehört habe, hat es die letzten Jahre jedes Mal komplett durchgeregnet einfach. Anniversaire! Yeah. Anniversaire! Oh, happy birthday! Thank you! Thank you! The feeling. Bands, excellent! All the year it's the same, perfect. Okay. Best festival in brutality for the South Europe. It's good, it's very good. It's a good ambiance, it's a good alcohol, it's a good friend. It's the best of the festival. What denkst du, 10 Jahre MAD? Anders flauschig. Muss so sein. Genial, also ausnahmsweise mal geniales Wetter, fast ein bisschen zu heiß schon. Aber ist geil. Ja, die Bands sind immer geniale, immer wieder. Also, super. Ja. Es hat auch viele geile Bands, die man nicht kennt, aber huren abgehen. Und ja, das Wetter ist jetzt auch wieder mal gut. Vorher, gestern hat es zwar geregnet, aber es hat huren passt. Samu Gortis, das war geil. The Trot is Death! Was denkst du über 10 Jahre MOD? Also, ich wünsche ihm einen guten Austritt aus der Hauptschule und dass er die Matura gut besteht in 8 Jahren.
Die Firmung soll auch wohl befohlen bekommen oder er wird von hinten her genudelt. Ich wünsche ihm nur das Beste und er soll so weitermachen, wie er bis jetzt gemacht hat. 666 forever. Und in 100 Jahren kommt er dann zu mir. Abwärts, downstairs, he's downstairs. Hey, hey, wer nicht hilft, der ist mir recht. What's your name? On this card, you have to remember. How do you say that? Schinnenfenhausen. How do you say that over there? Schweinhausen. Incredible, awesome. Oh yeah, it's great. I love playing here. Fucking crowd's sick, man. It's great. Eine richtig geile Kulisse, lustige Leute, gute Party hier, nur gerade ein bisschen zu warm. Nee, aber ist echt top, also nächstes Jahr wieder, auf jeden Fall. Ja, tipptopp, gute Sache, weiter so. Zu Boden. Die Berge sind gut, die sind voll hoch. Ja, das, ja, mehr Eindrücke habe ich noch nicht gewonnen. Geile Scheiße. Was soll ich mehr sagen? Wetter gut, zum ersten Mal da, perfekt. Was soll ich noch sagen? Ah! Ja, sehr toll. Die Bands sind voll geil. Ja, ja. Woher sind da? Südtirol, Italien. Ja, ich finde es hammer geil, dass da, weil wir sind da ja viele Nationen, was man so gesehen hat. Von Frankreich, Kanada haben wir sogar live gesehen. Und einfach haben wir geile Bands. Man, als Metalhead ist das völlig schon ein Muss. Also da bist du mehr Kult als Wacken auf jeden Fall. Oh, wow. Wow, ja, das ist jetzt noch spannend. Nie gehört. Okay. Ja, das ist eigentlich erstaunlich, wie es vom 1 bis zum 10 wirklich kontinuierlich aufgegangen ist. Also wir haben nie einen riesen Gump genommen, wir haben es dann nicht... Also wir haben es eigentlich auch immer so gemacht, dass wir gesagt haben, ja du, hofft ein paar mehr kommen. Oder wir sind auch nicht mit weiss nicht was für grossen Bands eingefahren, wo man eigentlich noch einfach 2000 Leute erwartet hätte dann auch, oder? Wir haben einfach gesagt, ja, so wie letztes Jahr, plus ein paar mehr. Und es ist effektiv so aufgegangen. Und am Anfang waren es Ticketlimitierungen von 666. Ich weiss nicht, warum ich auf die Zahl gekommen bin, aber ja. Und, ja, und dann war es so schnell erreicht gewesen. Und schlussendlich sind wir jetzt einfach an dem Limit, wo uns der Platz hier gibt. Das ist nicht mehr so. Ultra Brutal Death Metal ist super Festival, Multikulti mit Franzosen, mit Schweizer, mit Italienern, mit Österreichern, mit Deutschen, super gutes Festival. Unbelievable, you know, the crowd is great, the bands are performing very well and everything is going very good, you know, we are really satisfied. Okay, I'm Miris from Catalepsy.
the band could play it some years before. And I know this is the best death metal festival on the planet. And I'm gonna be here every fucking year. Cheers, man. Leute sind geil und so viel brutal death metal people around. Es ist ziemlich geil, teuer, cool. Besser als unser local concerts. In der Türkei, brutal death metal scene ist nicht so groß wie hier. Wir spielen zu 100 Leute oder so, aber hier fast 1000 Leute ist voll geil. Ja, unsere neue Scheibe ist draußen und wenn Sie Geld haben, kauf original, sonst unterladen ist auch cool. Support Underground. Thank you. I'm here for a fucking concert. I come from Sweden, actually from India, but this is a fucking brutal fucking festival on earth. For the power of the Golden Temple. Yeah. Nicht mitschnappen, aber die Leute sind friedlich. Ja, die anderen Leute die fragen schon immer, wer sind die? Ich weiß auch nicht, wer die sind, oder? Die sind einfach Leute wie mir, oder? Oder? Die haben einen anderen Geschmack, oder? Oder? Aber die sind friedlich. Mehr kann ich auch nicht sagen. Ja, es sind sehr gut, sehr nette Personen. Und wir sind schon etwa fast 8-9 Jahre, wir machen das. Und sicher, alle Personen sind für uns nette Personen. Und Chef auch alles miteinander. Ja. Und freut sie sich immer zum da ankommen jedes Jahr? Ja, sicher. Wenn nicht Freude oder wir kommen nicht, oder? Wir sind schon, wir sind zufrieden und Freude auch von Personal und von Organisation alles. Ja. Wie sieht die Zukunft aus, die nächsten 10 Jahre? Machen wir das weiter? Genau. Das ist eine sehr gute Frage. Und, ja, das müssen wir jetzt abwarten. Bis jetzt alles durch ist und dann können wir uns mal gleich entscheiden. Aber ja, es ist jetzt schon, ich mache es jetzt schon seit 10 Jahren. Bin ein bisschen müde. Ein Haufen Helfer sind ein bisschen müde. Und es braucht dann halt eine Umstrukturierung auch wieder. Mit neuen Helfern finden, vor allem auch wichtige Helfer, die auch ein bisschen Bescheid wissen und so. Das müssen wir noch anschauen. Aber es ist halt schon ein Druck gekommen, dass wir nicht einfach so hören können. Das ist uns auch bewusst. Oder? Ja, der Eti sagt, ich meine, auch im Privatleben geht es weiter. Man wird älter. Das Vieri ruft schon bald, oder? Von dem her. Ja, ja, Zeit genagt auch an dir. Ja, und von dem her, ja, es ist eine legitime Frage, aber es ist auch eine Frage, die wir uns in dem Sinn jedes Jahr ein bisschen gestellt haben. Das ist so, genau. Also gerade zum Beispiel heute war die Kulturkommission da, wo ich ein zeitiges Interview gegeben und dann hat es geheißen, ja, mal schauen, ob wir es nächstes Jahr noch machen. Und die sind gekommen und gesagt, es kann nicht sein, es muss weitergehen. Sie werden uns unterstützen und da sieht man schon sehr, wie das Muttital selber an dem Hang und sich daran gewöhnt hat. Das ist ein Teil vom Muttital geworden, was das Muttital selber sagt, oder? Ja, das ist natürlich etwas, was einem schon extrem Freude macht und einem aufputscht und zum Weitermachen eigentlich treibt schier. Lumbago Production rules!